Willkommen zurück hier bei Guitaria Fables, Mann. Voll das süße Spiel. Voll süß. Voll hammersüß. Ach ne, es waren ja nicht die Grünschleime, die Äpfel hatten. Das waren diese Fledermaus-Dinger, die über Dunkelheit rauskommen oder in der Höhle sind, wo wir auch wieder reingehen können, um dann in der Höhle mal ein bisschen schlachten zu gehen. Wir sind der Schlechter von Guitaria. Ja, aber das Erste, was wir auf jeden Fall machen wollen, sind schöne Bienen. Bienen, 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 Bienen. Bienen, 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 Bienen. Die müssen wir nämlich töten. Klingt böse, aber ist nochmal so. Da müssen wir mal ein bisschen hinterher sein. Wir brauchen noch 3 Stacheln. Und die müssen wir auf jeden Fall besorgen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Stacheln als das irgendwann. Nehme ich an, für irgendwelche Sachen, die wir craften können. Ach ja. Das einfache Kampfsystem. Einfach nur ausweichen. Easy. So. Wobei es natürlich schon schwieriger wird, wenn mehrere Leute angreifen oder mehrere Gegner angreifen, aber auch ist nicht massiv schwer. Also man hat es ja auch gemerkt, ne? Also dass ich da bei den Orks zum Beispiel noch relativ gut klarkam. Ich hatte noch ein bisschen Angst vor diesen leuchtenden Gegnern. Ich glaube, die sind einfach noch nicht, da bin ich noch nicht so weit, die zu besiegen. Okay, jetzt habe ich 2. Oh. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich weiß nicht, geht die Zeit nach vorne, wenn man gerade die Zähne wechselt? Das wirkte gerade so ein bisschen so. Ja. Gut, ich habe die Ausweichentaste gedrückt, aber er hat sie nicht akzeptiert, weil ich mitten im Schlag war. Es gibt auch Regeln beim Ausweichen. So, jetzt haben wir, glaube ich, genug von den Bienenstacheln auf jeden Fall. Oh nee, was esse ich die Äpfel? Das war doof. Ich muss ja gleich noch Äpfel farmen. Vielleicht klappt das ja. Wir müssen noch ein paar Orks farmen, das müssen wir auch noch machen. Oh. Wow, er hat mich trotzdem getroffen, weil er sich gedreht hat. Ist mein Inventar voll. Das ist nicht gut. Nee, dann gehen wir. Wenn die Sachen droppen, die ich jetzt nicht aufsammeln kann, dann macht das keinen Sinn. Ich brauche ein größeres Inventar. Lass mal schauen, ob ich irgendwie ein größeres Inventar mir zaubern kann. Wie genau das geht, keine Ahnung. Das müssen wir noch rausfinden. Was ich aber auf jeden Fall weiß. Also ich weiß nicht, wie man ein größeres Inventar bekommt. Was ich aber weiß, dass wir eins brauchen. Das ist das, was ich definitiv weiß. Und das ist das, was das Problem gerade ist. Wir brauchen ein größeres Inventar. Mal ganz kurz gucken. Okay. Ich glaube, hier war das mit der Höhle, ne? Ich glaube, der Weg nach oben direkt, der jetzt kommt. Da war, glaube ich, die Höhle mit den Fledermäusen. Wenn ich mich richtig erinnere, hier hoch. Oder? Ja. Was gibt es eigentlich hier rechts noch so? Eine Truhe. Oh, ein Croissant. Lecker, lecker. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir hier nochmal ein paar Fledermäuse bekommen. Denn wir brauchen noch ein paar Äpfel. Und die haben Äpfel. Das sind ganz schön viele Fledermäuse. So, unser Inventar ist leider wieder voll. Es ist ein bisschen blöd. Kohle ist verdammt selten, habe ich gesehen. Kleeblätter sind die selten. Egal, schmeißen wir die weg, weil wir kriegen hier so viele Fledermausflügel. Die sollten wir schon aufnehmen. Das macht schon Sinn. Und wir brauchen 10 Äpfel. Gib mir 10 Äpfel. Na, da oben haben wir schon geöffnet. Na gut, dann müssen wir zur nächsten Ebene. Da kommen auch wieder die Pilze. Da können wir auch wieder nichts aufnehmen von den Pilzen.
können wir vielleicht einmal eine Ebene tiefer oder höher oder wie man es auch immer nennen möchte, gehen und dann wieder zurück und dann sind die wieder da? Ja, oder? Also bei den anderen Gegnern ist es immer so. Zumindest da respawnen sie ja sogar. Wir gucken mal ganz kurz. Bei mir würde diese erste Ebene reichen. Ja, okay. So, ich brauche ja nur die Äpfel. Ich brauche doch nur noch einen Apfel, einen kleinen Apfel, den hätte ich wirklich gern. Gib ihn mir doch her, gib mir deinen Apfel, 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 Apfel. Mh, lecker süß, gib mir diesen Apfel. Ich krieg leider keinen Apfel, was soll man machen? Ich habe einen Apfel bekommen. Wunderbar. Ich habe 10 Äpfel, aber heute kann ich sie leider nicht mehr abgeben gehen. Aber ist egal, wir schaffen das schon irgendwie. So, kann man hier auch teleportieren? Nein, kann man scheinbar nicht. Und die grauen Typen schlafen jetzt irgendwie oder so, oder? Gegner greifen vielleicht nicht sofort an, wenn man gerade die Zähne wechselt, was sinnvoll wäre tatsächlich. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, am nächsten Tag können wir da aber die Kartoffeln und die Karotten ernten. Hoffe ich mal. So, da sind wir gleich im Dorf. Und dann schauen wir mal. Wir können natürlich jetzt einfach mal hingehen und sagen, wir nehmen uns mal ganz kurz wieder die Axt in die Hand, solange wir noch ein bisschen Zeit haben. Und kloppen zumindest mal ein bisschen den Baum hier. Kann man echt auch gedrückt lassen? Ja, kann man. Da muss ich die ganze Zeit Button-Mashing machen. Okay, Holz für uns. Wir brauchen eh sehr viel Holz. Wenn ich mich richtig erinnere, aber das leuchtet auch so, aber das sind nur Glühwürmchen, ne? Ja, ja, das sind alles nur Glühwürmchen. Gut zu wissen. So. Nee, das Quest kann man noch nicht abgeben. Kiki sowieso noch nicht. Die will Karotten von uns. Die kriegt sie aber bald. Da vorne sind aber auf jeden Fall 2 Bäume noch, die können wir noch machen. Ich nehme an, um 12 Uhr nachts wird man umkippen oder so. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Dann nehmen wir uns noch die Bäume mit. Holz kann man immer gut gebrauchen in dem Spiel. So viel Holz, wie man für die Kisten braucht. Und wir brauchen auch noch eine Holzrüstung. Die kostet auch richtig viel Holz. Bin ich auch mal gespannt, ob wir das Holz zusammenkriegen. Also Holzrüstung ist schon mal ganz gut, ne? Das gibt, glaube ich, mehr Lebensenergie und mehr Verteidigung. Leveln habe ich jetzt nicht gesehen, dass es das gibt. Ich habe jetzt auch keine XP gesehen, die irgendwo aufploppen oder so. Ich habe auch im Menü nichts gesehen, was wie ein Level aussieht. Doch, Attribute, guck mal an. Aha. Achso, aber nee, das sind ja nur die Werte. Das heißt, wenn ich jetzt Sachen ausrüste, ich glaube, die kann man nicht aufleveln. Ich glaube, das sind, wenn du Rüstung ausrüstest, dann hast du halt plus Lebensenergie und sowas und dann kannst du halt die Gesamtwerte sehen, die man hat. Nehme ich mal an. Weil bisher habe ich noch nicht gesehen, dass wir irgendwo XP herbekämen. Von daher gehe ich mal rechte Annahme, nehme ich mal an, dass das alles über die Rüstungs-Items geht, was ja auch nicht verkehrt ist. Nur kosten halt die Rüstungs-Items teilweise echt sehr viel Ressourcen. Wir werden einige Zeit darauf verwenden, an Ressourcen zu kommen für die Gegenstände und auch an Geld und so. Also Geld will das Spiel sehr viel von uns. Aber schauen wir mal, ob wir jetzt sehr viel Geld bekommen. Und ob wir nicht irgendwas kochen können. War das Miss Apple, die für uns kochen kann? War das die? Ich glaube, das war sogar die, oder? Weil die kocht jetzt auch den Apfelkuchen für ihre Tochter und so. Oder Enkelin war es, ne? Nicht Tochter. Bevor wir das machen. Bevor wir da mal schauen. Machen wir mal eben kurz das.
tun das alles mal da rein, was wir jetzt gerade nicht brauchen, Atut, und dann geht's los, und zwar mit der Farmsichel. Okay, schauen wir mal, ob das jetzt klappt. Nee. Die Karotten klappen vermutlich, ne? Nee. Macht auch mal was falsch, oder? Weil die sehen genauso aus wie am letzten Tag. Und es stand 3 Tage brauchen die zum Wachsen. Irgendwas mache ich ganz gewaltig falsch. Ich weiß nicht was. Was mache ich denn falsch? Nichts ausgerüstet haben oder so. Nee. Habe ich die nicht gegossen am letzten Tag oder so? Habe ich das vergessen? Sag bitte. Oh nein, Gott. Ich habe es vergessen. Ich habe gar keinen dabei. Habe ich das vergessen? War ich so blöd und habe das einfach spieltrunken vergessen? Oh Mann, ist das doof. Naja, wenigstens sind die Pflanzen nicht kaputt gegangen. Es gibt aber auch so viel zu tun in dem Spiel. Da kann man auch mal was vergessen. Es tut mir leid, wenn ich das wirklich getan haben sollte und ihr vor eurem Bildschirm saß und gesagt habt, du Idiot, du musst das gießen. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich hab's verkackt, Mann. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Der süßen Katze hier, Nyan. Ups. Ach ja. Geht schon klar. Hallöchen, Miss Malipali. Ne, mit Malipai. Ich sitze gerade sehr, sehr zurückgelehnt, deswegen entschuldige, wenn ich Dinge nicht richtig lese. Und nicht wundern, wenn hier Abmoderation und Anmoderation kommen. Ich nehme nebenher auch bei YouTube auf. So, weil wie man sieht, ich habe jetzt hier nicht die große Zuschauerschaft. Deswegen mache ich das, kombiniere ich das einfach, YouTube und Twitch. So. Ich glaube, ich habe wirklich vergessen, am letzten Tag zu gießen. Nicht so gut. Naja, Hauptsache sind die Pflanzen sind nicht kaputt. Immerhin etwas. Nur, wir haben auch keine Kartoffeln heute. Mal sehen. Aber wir müssen jetzt erstmal ganz kurz die beiden Quests abgeben. So, erstmal Timmy. Wow, das ist aber eine Menge. Hoffentlich haben sie euch nicht gestochen. Tut mir leid. Nächstes Mal habe ich ein bisschen Salbe für euch. Tut mir leid wegen des Aufwands, Freunde. Ich werde euch dafür etwas herstellen. Kommt bitte morgen wieder, okay? Okay, machen wir. Oh, das ist perfekt. Danke, Liebes. Bitte gib mir einen Augenblick. Ich möchte, dass Hazel den Kuchen bekommt, wenn er noch warm ist. Bitte sehr, bitte liefere das an Hazel. Sag ihr, dass sie alles aufessen und dann ein bisschen Ruhe finden soll. Sie braucht das. Rose und mir geht's gut. Kein Grund zur Sorge. Das ist für dich, Liebes. Du musst auch was essen. Wenn du jemals was Gutes zu essen brauchst, dann bist du hier immer willkommen. Bam, bam. Ja, 500 Pfotenpennies. Das ist das Wichtigere für mich gerade. Ja, du kannst ruhig schreiben. Also, wenn es zum Spiel passt, wenn du jetzt nicht irgendwie mich fragst, was ich heute zum Mittag hatte, dann kann ich auch schon jetzt sagen, nichts. Ich hatte gar nichts zum Mittag. Ich habe noch nichts gegessen heute. Deswegen wir auch heute nicht so extrem lange machen. Weil ich nachher noch irgendwas essen muss. So. Also, so ein, zwei Stündchen werden wir bestimmt noch schaffen. So. Was ist das? Von meiner Tante? Oh Mann. So war es schon immer. Danke, dass du mir das gebracht hast. Das bedeutet mir viel. So. Guten Tag, Soldat. Bereit für ein bisschen mehr Arbeit? Konntest du dich schon ein bisschen in der Rivero-Festung umsehen? Wir haben gerade Probleme mit einer kaputten Brücke. Und wenn wir die nicht bald repariert bekommen, dann sorge ich mich um die Sicherheit der Leute in der Strandregion. Ich habe einen Boten in die Hauptstadt gesandt und um Hilfe bei den Reparaturarbeiten gebeten, aber ich bekam keinerlei Antwort. Meine Einheit ist nicht geübt in Bauarbeiten. Außerdem haben wir so viel zu tun, dass wir sowieso schon unterbesetzt sind. Jemand muss mit dem Schmied darüber reden. Ich hoffe, er kann uns bei den Reparaturen ein wenig helfen. Danke, Soldat. Ich werde auf deinen Bericht warten. Okay. Wir können mit dem Schmied mal labern. Mal gucken, was der zu sagen hat. Es kommt's. 500 Holz. 1000 Eisen. Willkommen. Brauchst du etwas? Okay, das... Ah, doch. Ah, ja. Der Commander erwähnte es. Die Brücke zu reparieren ist nicht so schwer, solange man die Materialien hat. Aber ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Ich weiß nicht, woher ich sie bekommen soll. Du kennst doch die Gegend, oder? Du weißt das wohl besser als ich. Bring den Wachen nahe der Brücke diese Nachricht. Sie wird dir dabei helfen, das zusammenzustellen, was wir brauchen. Ich sehe es mir an, wenn alles bereit ist.
Okay. Die Brücke. Das muss ja in die Wüstenregion gehen. Das heißt, wir gehen nach hier unten links, glaube ich, raus. Und falls du ein kleines Fazit zum Spiel möchtest, weil, falls du hier reingekommen bist, weil du sagst, oh, Kitaria Fables, das will ich wissen, wie ist das? Süß. Extrem süß. Und gut, bisher. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. ach nee, schon wieder Gegner. Ich habe die Gießkanne in der Hand, das ist nicht so gut. Ich gieße dich! Moment. Das Umrüsten ist leider immer im Menü, das heißt, ich muss es mal ganz kurz so machen. So. Also jetzt nicht das krasseste Kampfsystem, was ich je erlebt habe. Als jemand, der Dark Souls spielt, ist das jetzt nicht sonderlich schwer. Aber es muss ja auch nicht sein. Das ist ein Farming-RPG. Die Kämpfer tun, was sie tun müssen. Auf jeden Fall besser als in manchen anderen Spielen, die in dieses Genre gehen. So, ein Regenbogen. Regenbogen! So. Sind wir denn hier? Nee, wir sind noch nicht hier richtig. Oh mein Gott, was ist das denn? Oh. Okay, das kann ich noch nicht. Okay, ich glaube, die sind viel zu hoch für mich. Egal. Ich versuch's. Oh mein Gott, nein, ich versuch's doch nicht. Ich bin tot! Ich wollte gerade flüchten. Oh nein, ist wieder ein ganzer Tag vergangen, ne? Oh nee. Dafür sind unsere Kartoffeln fertig. Wenn jetzt wirklich ein Tag vergangen ist, sind unsere Kartoffeln auf jeden Fall fertig. Und oben steht 9 statt 8, glaube ich. Ja, Mann, sie sind fertig. Ach, ernten mit A? Ah, also gar nicht mit der Sichel. Oder geht das mit der Sichel vielleicht dann schneller? Oder muss man da nur weiter? Nee. Wunderbar. Kartoffeln! Potato Pizza. Ernte Kartoffeln, das ist auch schön. So, dann gehen wir mal ganz kurz ins Dorf und schließen die eine Quest ab. So. Haben wir wieder neue Quests? Großartig, ihr seid zurück. Ach, stimmt ja. Nur einen Augenblick, bitte. Darf ich präsentieren? Eine Wassersphäre. Mit dieser Sphäre kann man einen Wasserspruch herstellen. Beeindruckend, was? Ich habe mich damit eine ganze Woche beschäftigt, wisst ihr? Ich bin froh, dass meine Sphärenforschung nicht umsonst war. Ach, wenn mein Meister in der Königlichen Akademie nur davon wüsste. Er wäre so stolz auf mich. Bringe die Sphäre zur Hütte des weisen Albi. Verschmelze Energie mit ihr und voilà, du hast einen neuen Spruch erlernt. Jeder Spruch braucht andere Sphären, andere Mengen und Elementtypen. Ich habe gehört, dass einige starke Monster ebenfalls Sphären besitzen. Nun, ohne Fleiß kein Preis, was? Aber wenn ihr nicht bereit seid, sie zu besiegen, dann könnt ihr mir jederzeit die Materialien bringen und ich stelle euch die Sphären her. In Geheimarbeit, nur für euch. Und jetzt geht zum weisen Albi und probiert den neuen Spruch aus. Das werden wir nachher machen. Aber erstmal muss man mal mit Miss Apple reden. Hallo meine Liebe, gehst du auf deine Reise? Wohin geht es diesmal? In die weite Ferne vielleicht? Könntest du einer alten Frau eine Pfote leihen? Die Kinder mochten die Kekse von mir wirklich sehr. Ich will noch mehr davon machen. Dummerweise habe ich kein Mehl mehr. Willst du mir welches besorgen, Liebes? Du bist eine große Hilfe, meine Liebe. Vielen Dank. So, Leckerei für die Kinder. Da müssen wir natürlich gleich Mehl anbauen. Sind sie schon gewachsen? Das ist toll. Hier ist deine Belohnung. Oh, die Ernte kannst du behalten. Du hast so hart an ihrer Kultivierung gearbeitet. Du kannst die Ernte einfach verkaufen oder die zur Herstellung von Nahrung verwenden. Vielleicht bitte ich dich bald mal mehr anzupflanzen, aber das genügt erstmal. Komm jederzeit wieder. So, kann ich jetzt eigentlich bei Mrs. Apple das kochen, wenn ich das einkaufen mache? Aha. Croissants. Das ist ja kaufen. Ich kaufe ja Croissants. Ach so, für Apfelkuchen. Okay. Aha. Okay, aber aus... Aha. Guck mal an, hier braucht man Kartoffeln, Karotten. Haben wir, außer Kohl. Das haben wir nicht. Okay. Also wäre es gar nicht so dumm, die Sachen zu behalten? Ich weiß es gerade nicht. Weil es hieß ja irgendwie, dass man mehr Geld damit macht, wenn man so Nahrung macht, hat der Dorfälteste hier erzählt. Dann müssten wir eigentlich noch ein paar Samen besorgen.
Wir können jetzt immer noch die neuen Samen hier holen. 4 Tage, 3 Tage. Steckzwiebeln. Machen wir einfach mal von allen 9. Geht das? Damit ich von allen ein bisschen was habe. Oh, das war schon zu teuer. Nee. Ach, Inventar ist voll, ne? Okay, dann gehen wir mal ganz kurz auf meine Farm. Und sorgen dafür, dass unser Inventar nicht mehr ganz so voll ist. Ich weiß noch nicht, wo wir das neue Inventar herbekommen, also die Inventarvergrößerung herbekommen, weil man sieht ja eindeutig, dass das Inventar noch größer wird. Und das brauche ich wirklich dringend, Mann. Das ist wirklich dringend gerade. Ich habe so... Ich tue das jetzt... Naja... Das steht ja nicht dabei, wie viel Geld das bringt, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ich würde gerne wissen, wie viel Geld das bringt. Kann man das vielleicht sehen, wenn man das hier in die Verkaufsbox legen will? Ah, ich sehe das unten. 2400. Gar nicht so effektiv, Sachen zu verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Naja, aber was wollen wir auch anderes tun mit den Sachen, außer sie zu verkaufen? Von daher passt das dann schon. So, jetzt überlege ich gerade... Ich kann natürlich die Sachen schon mal pflanzen. So. Perfekt. Dann die Maissamen. Okay. Wir kaufen noch mehr Samen. Hoffentlich haben wir genug Geld. Ach, ist auch nicht so schlimm. Nur ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, weil das Anpflanzen ist zwar super einfach und alles, aber das Gießen, das dauert schon eine Zeit. Weil wir noch keine bessere Gießkanne haben. Wir müssen schon unsere Zeit managen. Okay, Tomatensamen wollten wir holen, 9 Stück. So, 9 Erdbeersamen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück, holen nochmal 9 Weizensamen. 9 Kohlsamen. 9 Karottensamen. Und 9 Kartoffelsamen. So. Wunderbar. Wir haben zwar kein Geld mehr, aber wir haben jede Menge Samen und damit auch irgendwann jede Menge Kartoffeln und Kohl und was man sich so alles wünschen kann an schönem Gemüse. Wir werden aber vermutlich noch mal ein bisschen auf dem Feld hacken müssen jetzt. Das wird vermutlich unsere Bestimmung jetzt gerade sein. Hacken, hacken, hacken. So. Was wir auch noch machen müssen, wir müssen den Stein mal ganz kurz hier wegmachen. Das ist immer ein bisschen laut. So. Okay, dann gehen wir jetzt hacken. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt noch hacken müssen, aber ich glaube, wir müssen komplett eine zweite Reihe machen. Und da müssen wir es auch noch gießen. Das wird immer später am Tag gerade. Nicht so gut, aber naja. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir müssen bestimmt 3-mal das Wasser nachfüllen, während wir gießen. Wir haben natürlich jetzt schon, wir fangen jetzt schon dran an, eine richtig große Farm hier zu betreiben. Verhältnismäßig für das, was wir... Oh, ja. Okay, das stimmte tatsächlich. Wir brauchen genau eine zweite Reihe. Das passt dann genau. So, jetzt müssen wir noch gießen. Das wird natürlich jetzt schon... Das wird dauern, bis wir hier durch sind. Du kannst dich aufladen, ne? Bisher nicht. Vielleicht mit der besseren Gießkanne dann. Das muss man dann mal schauen. Ob wir das heute noch erreichen? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es. Aber die Sachen sind halt sehr teuer. Die Sachen sind sehr, sehr teuer herzustellen. Und brauchen halt auch ganz spezifische Sachen. So. Aber ich bin da guter Dinge. Also die Gießkanne ist auf jeden Fall das Erste, was ich auf jeden Fall upgraden muss. Neben dem Schwert. Schwert und Gießkanne. Und vielleicht auch noch eine Rüstung holen, das wäre auch schön. Damit ich ein bisschen mehr aushalte, weil ich halte ja dafür nicht wirklich viel aus. Manche Gegner, wie gerade eben zum Beispiel, haben mich ja einfach plattgehauen. Da hat man eine Vergiftung drauf und dann kann man auch nicht mehr flüchten. Das bringt dann auch nichts mehr. Gut, ich hätte natürlich irgendwas nehmen können, zu mir nehmen können, was irgendwie die Vergiftung heilt. Aber ich glaube, ich habe auch nichts mehr, was die Vergiftung heilt oder so.
Ich habe nichts, was die Vergiftung hat. Oder die Milch? Ich weiß es nicht. Ich schau gleich mal nochmal in die Itembeschreibung. Ja, es sagt ja, das Gießen wird jetzt immer ein bisschen dauern. Wir sind ja schon 3 Stunden am Gießen im Spiel. Das wird jetzt lustig, aber am Ende gibt es viel, viel Geld. Und Geld ist ja auch eine schöne Sache. Und ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich alles zu Geld mache oder ob ich die Sachen erstmal behalte, um daraus Nahrung zu machen später. Was nicht vielleicht sinnvoller ist. Weil ich mich halt frage, wenn man jetzt wach bleibt in der Nacht, kippt man um oder kann man einfach die Nacht durchspielen, theoretisch, und muss gar nicht schlafen gehen. Fragen über Fragen. Aber ich nehme an, man wird umkippen. Ich nehme an, wir wollen umkippen. Oh, so viel Arbeit hier. Ich brauche einen Sprenkler, Mann. Jetzt sind wir schon 4 Stunden am Gießen im Spiel. Oh. Ja, und 3-mal nachfüllen auf jeden Fall hat gepasst. So. Wir müssen auch noch ein bisschen kämpfen. Wir müssen auch noch zur Brücke. Das war ja unsere Quest gerade eben, woran wir gescheitert waren. Ich würde ja normalerweise die Sachen hier kurz reinlegen, aber nee. Weil ich die ja noch brauchen kann, wenn ich nachher... Oh, ich dachte gerade überlegt, wenn ich nachher wieder in der Stadt bin, noch ein bisschen was abbaue. Aber ich gucke gerade auf die Uhrzeit und denke mir, oh, das wird, glaube ich, eher weniger was. Ich gucke gerade mal ganz kurz, kann der mir hier ein neues Werkzeug herstellen? Die Zeit geht jetzt immer noch weiter, okay, krass. Silberhacke, ne, Silbergießkanne. 3 Silberbarren, 2000. 3 Silberbarren, 5 Stück, okay. Ich müsste eine Mine finden, wenn ich ehrlich bin. Eine Mine wäre was Tolles. Das wäre wirklich was Schönes. Ich bezweifle aber irgendwie, dass ich eine Mine finde. Schauen wir gleich mal. Wir gucken gleich mal auf die Karte. Ob hier irgendwas ist, was aussieht wie eine Mine oder so. Vielleicht in der Wüste oder so? Durchaus möglich. Weil wir müssen ja irgendwo eine Mine finden. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier, sitzen und immer auf diese ganz kleinen bisschen Steine warten müssen und dann immer mal so 2 Silber oder so bekommen bei einem großen Stein und der nur irgendwie alle paar Tage mal kommt. Und da brauchen wir 4 Silber, um 1 Barren einzuschmelzen und noch irgendwie 1000 Pennies und was weiß ich. Ich glaube, da kommt noch mehr, was uns das ein bisschen vereinfacht, hoffentlich. Hoffen wir mal. So, jetzt aber laufen wir an denen einfach vorbei. Sicher ist sicher. So, wir müssen noch nur zur Brücke. Oh mein Gott. Nee, haut ab. Ich mag euch nicht. Ihr habt mich schon mal getötet. Bleibt mir fern. Die Flussbrücke. Hallo Soldat, wie kann ich dir helfen? Rufus hat darum gebeten, dass wir die Materialien für die kaputte Brücke vorbereiten. Verstanden. In Ordnung, mal sehen. Wir brauchen Stein, Eisenstein, Lehm und harte Schalen. Kein Grund zur Eile, Rufus würde nicht wollen, dass man sich wegen zu großer Eile selbst verletzt. Ich werde hier auf euch warten. Eieieiei. Das wird teuer. Das wird viel Arbeit. Vor allem harter Stein wird hart. Der wird... Wortwörtlich wird er hart, der Stein. Er ist nämlich ein harter Stein. Ich lege gerade, ob ich nicht mal ganz kurz... Ach nee, da oben ist ein Lampfer. Der hat mich damit umgebracht. Der hat mich umgebracht, glaube ich. Der war zu krass. Na gut. Erstmal zurück hier in die Festung. Und schauen wir mal. Wir müssen wieder zurück zum Dorf und dann gucken wir mal ganz kurz, dass wir noch ein paar Steine kloppen. Aber der Stein, den man von Stein bekommt, ist, glaube ich, kein harter Stein. Das ist nur Stein. Harten Stein hatte ich schon mal von den Orks bekommen. Von den Orksen. Die Ochse. So, mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch ein paar Steine, die man kloppen kann. Sieht aber gerade schlecht aus. Da oben ist einer. Ist das denn Popo? Wer ist denn Popo? Hallo, du bist wohl neu hier. Wundervoll, mehr Kunden heißt mehr Geld. Ich bin Pumpkin, fahrender Händler vom Feinsten, kapitalstarker Kommerzkürbis. Ich besuche immer mal wieder das Dorf, um meine wertvollen Waren feilzubieten. Verpasse ich die Gelegenheit, ein paar seltene Gegenstände zu erschwinglichen Preisen in die Pfoten zu bekommen. Okay. Oh, der verkauft auch einfach direkt Silbererz. Und scheinbar auch andere Samen, kann das sein? Grünkohl haben wir nicht, oder? Wir hatten nur Kohl.
Paprika hatten wir auch noch nicht. Oh, der verkauft auch direkt ein krasses Schwert und so. Also, wow. Okay. Na gut, das sind natürlich die Billigsachen. Ah! Ah! Ich brauch Geld! Jetzt! Jetzt weiß ich, wo ich die Tasche herbekomme. Oh, Mann. Aber der ist ja natürlich am nächsten Tag vermutlich wieder weg. Gut zu wissen. Da kriegen wir also die Tasche her. Dann müssen wir dummerweise dafür auch immer ein bisschen Geld parat haben, weil sonst wird das mit der Tasche auch nichts. Wir brauchen diese Tasche. Alles andere ist egal in diesem Spiel. Wir brauchen diese Tasche. Wir brauchen mehr Inventarplatz. So, nochmal ein bisschen Holz, weil das werden wir auch noch brauchen für die Quest. Und dann ist der Partner schon wieder vorbei. Oh mein Gott. OMG. So. Holz. Ah ne, da unten geht es nicht lang. Okay, dann geht's zurück zur Farm, denn wir haben bald 12 Uhr und ich habe Angst, was um 12 passiert. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich lieber zu Hause sein und ins Bett gehen. Sicher ist sicher. Bam, 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 bam. Wir müssen auch die Sphäre nachher abgeben. Beim Weisesten. Wir haben so viel zu tun gerade. Es ist erstaunlich. Nach über zwei Stunden Spielen haben wir noch immer so viel zu tun. Das Spiel gibt Quest nach Quest nach Quest nach Quest nach Quest. Was schon cool ist. Man fühlt sich halt die ganze Zeit so, als würde man die ganze Zeit Fortschritt machen. Kaum haben wir irgendwie ein bisschen was gepflanzt etc. Haben wir schon wieder Quest nach Quest nach. Wir haben nicht was. Wir haben einmal was gepflanzt und wir haben schon so viele Quests erledigt. Aber ich finde das gut. Ich finde es gut, dass das Spiel einen beschäftigt. Ach genau, ich habe gesagt, der Part ist vorbei. Haha, liebe Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Sollte euch der Part hier gefallen haben, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Ciao.